Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge meines Single Let's Plays. Wir sind jetzt hier immer noch bei den ersten Missionsfeldern für das Heu. Das wird auch heute nicht mehr fertig werden. Dafür ist es einfach zu viel. Aber der neue Heuwender, den haben wir jetzt hier mal im Einsatz. Er tut, was er soll. Abgesehen davon, dass die gewählte Ablagebreite optisch nicht so ganz passt. Man bei diesem kurzen gezogenen Gerät jetzt auch erstmal gucken muss, dass man die Kurven richtig kriegt. Aber wir haben jetzt hier noch eine ganze Menge zu fahren. Und theoretisch können wir das sogar in Innenansicht tun. Und bei der Breite, das war einfach nur mittig über den Schwad fahren. Ja, und für die nächsten Felder weiß ich ja, wie der Schwader jetzt funktioniert. Und dann kann man diesen Bewegungsradius, den man damit hat, natürlich, wenn man dann mit dem Mähwerk unterwegs ist, entsprechend berücksichtigen. Gute Nacht, Farmer. Und das hier gut im Ladewagen dann einsammeln kann, bin ich nachher gespannt drauf. Ja, die Göwald steht bereit. Ladewagen steht bereit. Gleich alles nur noch zum Feld schaffen. Und auch natürlich den Autolot müssen wir zum Feld schaffen. Wobei selbst wenn wir das Feld, die beiden Felder heute noch schaffen, werden wir davon nichts abgeben am Zielpunkt. Weil wir natürlich nie wissen, was wird von welchem Feld wie, wann, wo abgegeben. Und nachher sind dann die falschen Felder abgegeben. Vorne haben wir ein bisschen ungünstig. Schauen wir mal, ob wir das hier... auch noch hinkriegen. Na gut, ich muss sagen, wenn ich ja mit dem Wender drüber fahre, dadurch, dass ich ja diesen Seitenwender habe, fahre ich ja auch mit dem Wender nicht genauso viele Bahnen, weil ich mehrere weil ich dann mit dem Wender nachher aus zwei Schwad eine mache. Deswegen habe ich auch die große Presse, die dann diesen Schwad aufnehmen kann.
Ne? Also bis hierher ist es ja alles noch vom Göbal, vom Göbal DLC unabhängig. Ja, da vorne steht noch ein Stück. Aber das Ganze hat ja alles noch nichts mit dem Göbal zu tun. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen später anheben. Ups. Und ein bisschen genauer fahren. Also bis hier ist das Ding ganz praktisch und ich sehe jetzt hier auch keine Fehler in der Lok. Ja, ist ganz praktisch. Vulkanstrecke, das glaube ich nicht. Warum sollten die um 12 Uhr gestürmt werden? Ja, soweit ich weiß, aber erst ab 9 Uhr, ne? Oder sowas. Ich meine, ich hätte gelesen 9 Uhr Download-Version und 19 Uhr die Steam-Version. Ich meine, das hätte ich irgendwo gelesen. Ich bin kein Release-Experte. Das in irgendeinem Stream habe ich das aufgeschnappt. Da haben die Leute auch drüber diskutiert. Aber wer das Göbel noch nicht hat, ne, ein Link taucht ab und zu im Chat auf. Und für die Leute auf YouTube, ne, Link zum Göbel, falls ihr es noch nicht habt und da durch meinen Stream gleich Lust drauf bekommt, gerne über meinen Link. Wenn ich irgendwann Silberpartner bin, dann nimmt Giants mich auch ein bisschen ernster. Das Praktische von dieser Presse ist natürlich auch, dass hier ist ja mein schwächstes Fahrzeug PS-mäßig. Ja, und es ist kein Problem, das damit zu fahren, wie wir hier sehen, ne?
Das ist schon richtig. Deswegen hänge ich die stationäre Presse ja auch an meinen blauen Traktor. Der hat, glaube ich, 300. Und der Fendt hat 340, glaube ich. Ja, aber hier eben für den Wender ist dieser kleine Traktor wunderbar. Aber ich meine, er hier hat, der kleinste Traktor, den ich habe, ist er hier und der hat, glaube ich, 160 PS. Aber beim Runtergehen lässt doch schon mal gerne. Stückchen liegen, ne? Guck, ob das ein generelles Problem ist oder partiell oder einfach nur, weil ich zu blöd bin zu fahren. Ja, da vorne liegt auch so ein Stückchen. Guten Nacht, Olli. Vorne hat er auch wieder zwei Stückchen übrig gelassen. Gucken, ob das nachher ein Problem mit dem Ladewagen macht. Weil das ist ja das Einzige, was zählt. Ivan! Ah, der Ivan, ne? Zu verwechseln mit Ivan, dem Schrecklichen. Heute so früh Schluss gemacht? Kann ja gar nicht sein. Ich wollte gleich zu dir reden. Das geht ja mal gar nicht. Und willkommen, Raider. Sei da mit der Arbeit von gestern fertig geworden. Mayo. Dann natürlich auch ein Willkommen an die Raider, die über Mayo gekommen sind. Arminian. Also wir bereiten gerade zwei Felder vor, um die dann mal testweise mit einem experimentellen Skript mit der stationären Göbal-Presse zu bearbeiten, obwohl es ja Missionsfelder sind. Und deswegen, wir haben schon alles gekauft, steht alles beim Händler. Und der Spat wird aber gerade noch zu Heu umgewendet. Diesem komischen Gerät hier, vorher nie gesehen. Erste Feld ist jetzt gewendet, jetzt gilt das zweite Feld. Interessante Wortwahl, Bahnromantiker. Hightech. Guck mal, hier macht das schon wieder mehr Probleme. Das könnte jetzt aber auch. Also wenn ich mir das so angucke, würde ich sagen, dieses Gerät ist eigentlich nicht
überall geeignet. Ich denke, das liegt am Feld, ja. Hier habe ich den Radius zu eng gefahren. Wusste ja nicht, dass wir so ein komisches Gerät da benutzen. Nehmen ihn ja nicht vom Primärpack, das ist dieses ELHO aus dem Motter. Wie hieß das Ding nochmal? Schwartbläser. Schwartgebläse. Also das Ding wendet das Heu, das Gras und bläst es dann hinten gegen dieses, ne, durch die Bauform gegen diese Richtungsdinger, und deswegen ist das, was nach dem Wenden rauskommt, wieder ein Spat. Also gedacht, um einen Spat zu wenden. Ja, ich denke, der Spat war da nicht zu dick, sondern eher das Feld zu uneben an der Stelle. Aber Ivan, es freut mich, dass das funktioniert hat, was ich dir geschickt habe. Wenn alle wüssten, dass es so einfach ist, mit einem Gebäude mit Solarzellen noch Geld zu verdienen, dann würde wahrscheinlich jeder einfach. Und bevor du dich fragst, wieso der das schon wieder wusste, ich habe doch die Leerpalettenproduktion für die NF Marsch gemacht, und meine erste Version hatte Solarpanels auf dem Dach, und damit habe ich Einkommen erzeugt. So lange, bis ich die Solarpanels umgebaut habe, dass sie dann Strom erzeugen. Richtig, Ivan. Aber du musst immer eins bedenken, ne? Mein alter Meister hat immer gesagt, Achim, du musst nicht wissen, wie alles geht. Du musst nur jemanden kennen, der es weiß. Oder wissen, wo es steht. Ja, ich hätte mir auch ein ordentliches Handbuch mit Beispielen und alles gewünscht, als ich angefangen habe zu modden. Und stimmt, das Gerät ist süß und unschuldig. Trübt kein Wässerchen. Ja, Ivan, das ist doch relativ einfach erklärt. Wenn sich jemand diesen Stall zulegt und es eben nicht wie ich das meistens mache, ich Mods erstmal teste, dann merkt man das natürlich nicht. Vor allen Dingen, wenn man einen Spielstand hat, mit dem man es dann benutzt, wo alles ist.
Stimmgranate, ne? Modding im LS ist kein Hexenwerk. Und das, was die meisten an Modding machen, ist alles das, wo keine Skripte für erforderlich sind oder Skripte bereits existieren. Was in dem Fall dann bedeutet, es ist XML-Modding oder 3D-Modding. Und das sind Dinge, die im Endeffekt jeder, tatsächlich jeder lernen kann. Wenn man sich dafür interessiert und genügend Enthusiasmus und Lernbereitschaft mit sich bringt, kann ich klar sagen, das kann jeder. So, aber auf YouTube ist die Folge schon wieder vorbei und wir sind immer noch beim Wenden. Ne? Also haben wir mal wieder eine ganze Folge nur Wenden. Ja. Ey, ich habe doch gerade den Tempomat eingeschaltet. Warum fährst du nicht weiter? Vielen Dank auch für das Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.